Herzlich willkommen, liebe Pressevertreter und natürlich alle live bzw. dann nachher im Video auf YouTube. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel TuS Koblenz gegen FV Tiefling. Endstand 3:0 für die TuS Koblenz. Wie immer hat das erste Wort der Gästetrainer Thomas gebracht. Ich bitte um ein Statement zum Spiel. Gerne. Erstmal hochverdienter Sieg für Koblenz. 90 Minuten klar die bessere Mannschaft. Hat heute meiner Mannschaft vorgemacht, wie man mit Leidenschaft Fußball spielen kann, aggressiv gegen den Ball. Die Mannschaft hat heute gut funktioniert. Wir waren heute 90 Minuten zu weit weg vom Gegner, haben die entscheidenden Zweikämpfe verloren, waren weder giftig noch gallig. Ja, war für uns jetzt heute kein gutes Fußballspiel natürlich. Wir waren, wie gesagt, 90 Minuten nicht in der Lage, richtig dagegen zu halten. Und von daher ist mein Fazit relativ kurz. Das war jetzt unser letzter Auswärtsauftritt. Wir wollten eigentlich natürlich hier uns nochmal mit einem guten Ergebnis auswärts verabschieden. Aber das war natürlich eine ganz schwache Leistung von uns. Wobei natürlich zu einer schwachen Leistung auch immer ein starker Gegner gehört. Also wir haben einfach es heute nicht geschafft, die Zweikämpfe anzunehmen. Und dementsprechend dann auch verdient auch in der Höhe verloren. Vielen Dank. Dann gebe ich weiter an unseren Cheftrainer Stadi. Deine Gedanken zum Spiel bitte. Ja, erstmal danke für die Glückwünsche. Ja, man hat deutlich gespürt, jetzt auch, ich war noch mal ganz kurz in der Kabine, dass da einige Steine vom Herzen gefallen sind, aus dem Rucksack gepurzelt sind, weil die letzten Wochen schon an uns genagt haben. Wir haben irgendwo das Gefühl gehabt, dass wir zwischendrin auch vom Weg abgekommen sind, auch in dieser Aufstiegsrunde, das muss man klar sagen. Ich glaube, wir waren gut drin in dieser Aufstiegsrunde, zumindest was Thema Leidenschaft angeht, was Leistung angeht. Bis zu dem Wortspiel. Danach ist ein bisschen was passiert. Danach hatten wir Auftritte Wiesbach und vor allem das Heimspiel gegen Mechtersheim, die sehr, sehr schlecht waren, wo wir uns nicht gut präsentiert haben. Und das hat uns auch so ein bisschen, das ging an die Erde ran. Das wollten wir nicht so stehen lassen für den Rest der Saison. Ich glaube, letzte Woche in Dudenhofen hatten wir einen ordentlichen Auftritt, ohne dass wir uns belohnt haben. Und der Tenor diese Woche war, dass wir uns nur selbst daraus ziehen können, indem wir wieder mit so viel Leidenschaft daraus gehen, indem wir eben keinem da draußen zeigen, dass für uns die Saison gelaufen ist. Dass wir Spiele gewinnen wollen, dass wir uns weiterentwickeln wollen. Und das heute war eine Leistung, wo ich der Mannschaft Glückwunsch sagen kann. Das macht natürlich nicht 5 Niederlagen in Folge vergessen, aber wir haben heute das wiederholt, was wir letzte Woche in Dudenhofen gemacht haben. Sehr kompakt, sehr aggressiv auf zweite Bälle. Haben von dort aus, und das wissen wir, das hat diese Mannschaft oft genug gezeigt, dass sie Qualität im Ballbesitz hat, wenn wir in diese Phasen kommen. Was mich besonders gefreut hat an dem Spiel ist, dass wir es vor allen Dingen auch mal geschafft haben, 90 Minuten fast komplett ein Spiel gegen den Ball zu dominieren, weil das ist eigentlich unser großes Thema. Es macht immer was mit dieser Mannschaft, wenn wir das Spiel mit Ball nicht dominieren, sondern eher gegen den Ball arbeiten. Das macht normalerweise was mit uns und dann werden wir ein bisschen passiver, ein bisschen schlechter und haben dann oft Spiele verloren und dann zuletzt auch deutlich verloren. Das ist heute nicht passiert, auch in der zweiten Halbzeit. Und zwar klar, dass Diefen anders aus der Halbzeit kommt. Das ist uns ja auch schon ähnlich gegangen, wenn wir eine ganz schlechte erste Halbzeit gespielt haben. Und haben uns eingestellt dann auch auf Wucht, auf Stürmer, die immer in der Lage sind, was zu machen. Kompliment an gerade an die drei Jungs hinten in der Dreikette, die drei Jungen sehr, sehr gut und konsequent verteidigt. Und nochmals, hat nichts mit uns gemacht, dass wir in der zweiten Halbzeit auch eher in der Defensive gebunden waren und dann unser Glück in Kontern gesucht haben. Da bin ich sehr zufrieden, das habe ich den Jungs auch nach dem Spiel gesagt. Und das gilt es jetzt, als kleiner Vorausblick, in den letzten beiden Spielen nochmal abzurufen, weil ich glaube, dass wir hier den Fans, dem Umfeld, allen, das einfach schuldig sind, hier in jedem Spiel alles abzurufen. Wie gesagt, da sind wir zwischendrin, glaube ich, vom Weg abgekommen, haben den in Dudenhofen schon im ersten Step wiedergefunden, ohne dass wir ein Ergebnis hatten. Haben heute auch das Ergebnis, freuen uns heute und wollen am Mittwoch gegen Dudenhofen nachlegen. Vielen Dank, Charlie. Ich frage die Pressevertreter, gibt es Fragen? Ich würde bei Ihnen kurz anfangen, Herr Hofer. Sie haben dreimal zu Pause gewechselt, das deutet ja schon auf eine gewisse Unzufriedenheit hin. War denn die zweite Halbzeit etwas eher nach Ihrem Geschmack? Nein. Okay. Und letzte Frage, Sie hatten Sebastian Ulbrich im Aufgebot, der hatte ja in der Vorrunde Anfang März auch für Völkling gespielt. Genau. Wie war dieser Transfer möglich? Gibt es da irgendwie eine Ausnahmeregel zu diesem Zeitpunkt noch? Also Völkling hat seine Mannschaft zurückgezogen und dann sind alle Spieler, die sind ja, können ja nichts dafür. Und er hat ja zur neuen Runde bei uns unterschrieben und dann werden die Spieler quasi sofort spielberechtigt für den Verein, bei dem sie dann zur neuen Runde unter Vertrag stehen. Genau das gleiche gilt ja für Herrn Eichmann.
Okay, passiert allzu selten. Stadi, eine Frage an dich. Du hattest den Morgen mit Humbert erstmals die Startelf beordert. Magst du zu ihm ein, zwei Sätze sagen, wie zufrieden du mit ihm warst, wie du ihn gesehen hast? Jetzt kann ich mich natürlich in die Nesseln setzen. Ne? Nee, ich bin sehr, sehr zufrieden. Ich mache das heute einfach mal. Normalerweise würde ich jetzt ein bisschen defensiver antworten, weil der Mo mit sehr großen Ambitionen noch gekommen ist und auch einen sehr, sehr guten Eindruck bei uns hinterlassen hat. Hat diesen Weg dann so ein bisschen verlassen. Das hat auch ein, zwei Gründe, die nichts mit Fußball zu tun haben, wo er keine so einfache Zeit durchgemacht hat. Und wir zwei haben uns, ich sag mal so, wir haben uns vor 14 Tagen mal wie Männer ausgesprochen. Mhm. Und da wurde nicht laut, aber es wurde klar und deutlich. Und die Reaktion von ihm in den letzten beiden Wochen war super. Davor war ich überhaupt nicht zufrieden, wie er das hier angegangen ist. Das weiß er auch. Und ich finde aber immer, dass Menschen zweite Chancen verdient haben. Und das war seine zweite Chance. Die hat er zwei Wochen genutzt. Ich fand schon letzte Woche die Einwechslung gegen Dudenhofen, fand ich, hat er sehr, sehr ordentliche Ansätze gehabt. Wir können jetzt nicht von Loom erwarten, dass er da in Dudenhofen die Konter mit einem Sprint wie Savané zieht. Aber heute, was er an Energie, an Leidenschaft gebracht hat, bis zu Krämpfen hinaus, hat schon vor dem Spiel in der Kabine versucht, auch die Jungs mitzunehmen, zu pushen. Kann ich ihm heute nur ein Kompliment aussprechen und hoffe, dass er das in den letzten beiden Spielen, in den Minuten, die er bekommt, dann ebenso auf den Platz bringt. Also man könnte sagen, er hat seine Chance heute genutzt, hat einen zufriedenen Trainer, der aber ein Auge darauf haben wird, dass das in der letzten Woche so bleibt. Okay. Gut, danke, das war's. Vielen Dank. Dann bleibt noch der Ausblick. Wir haben noch zwei Spiele, einmal zu Hause, einmal auswärts am Mittwochabend 19.30 Uhr hier zu Hause gegen Dudenhofen. Das Spiel wurde ja sehr oft auch verschoben, findet dann jetzt am Mittwoch endlich statt. Freuen wir uns drauf. Letztes Heimspiel, da laden wir natürlich alle recht herzlich ein, nochmal so die Saison hier im Stadion ausklingen zu lassen. Eine Saison mit vielen Höhen, vielen Tiefen. Und ich glaube, das könnte nochmal ein sehr persönlicher Abschluss werden. Und wie gesagt, da würden wir uns über zahlreiche Unterstützung freuen. Unseren Gästen wünschen wir eine gute Heimreise, sehen uns ja dann in der neuen Saison wieder. Da freuen wir uns drauf. Und Ihnen zu Hause ein schönes Restwochenende. Wir gehen das erstmal feiern und freuen uns, dass wir mal gewonnen haben. Und hoffe, dass wir das die nächsten zwei Spiele so fortsetzen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.